einen schönen guten Morgen an diesem Freitag. Ja, kurz vorm Start zum Wochenende zurück im Hamburg 1 Frühcafé mit musikalischem Besuch, wie versprochen, Sebastian Niklaus auf der Couch. Hallo. Michael. Ich grüße dich. Moin. Du bist relativ früh raus aus den Federn heute Morgen, extra für uns, ja, oder? Hast du auch Frühcafé? Ja, ja, eben. Wann bist du hoch? So um 6. Um 6, ja, es geht ja, ja noch. Ja, ja, moderat. Frühstück ist wichtig. Ja, eben. Also gut gefrühstückt. Ja. Du hast auf jeden Fall deine Gitarre mitgebracht. Wir sind gleich sehr, sehr gespannt. Da vorne sehen wir auch deine aktuelle Single. In mir heißt sie. Die können wir gleich auch einmal einblenden. Wir sind natürlich gespannt auf deine Live-Performance hier. Wir wollen erstmal ein bisschen über dich sprechen. Mhm. Du bist noch gar nicht so lange Berufsmusiker. Ich bin seit einem Jahr jetzt Berufsmusiker, ja. Und ja, macht auf jeden Fall deutlich, also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, war eine gute Entscheidung. Ja, macht auf jeden Fall deutlich, du wolltest sagen, mehr Spaß als dein alter Job, ja, als diplomatisch nicht korrekt. Elektroingenieur. Ja, genau. Ja. Ja. Das heißt, Musik natürlich trotzdem immer deine Leidenschaft gewesen. Wie kam es zu diesem Wendepunkt, zu der Entscheidung, okay, jetzt mache ich nur noch Musik? Ich habe es also nebenberuflich aufgebaut, habe 4 Jahre, also einfach aus Spaß mal angefangen, einen Song zu schreiben, habe dann mehr live gespielt, habe mir mehr Termine verschafft, habe ein erstes Album rausgebracht in der Zwischenzeit auch. Und etwa als es im Vertrieb dann erschien, habe ich gesagt, so, versuche ich es einfach. Ja, das klingt ja fast so ein bisschen einfach mal so angefangen. Wie lange machst du denn schon Musik überhaupt? Also ich habe in der ersten Klasse schon Gitarrenunterricht gekriegt, aber es hat nie so richtig funktioniert. Und also so aus eigenem Antrieb seit 2009, ja, sehr intensiv dann. Und mit dem Singen? 2007, glaube ich. Okay, klingt alles noch gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Also ich habe ja eben schon eine kleine Kostprobe bekommen. Ich hätte gedacht, dass du schon deutlich länger dabei bist, sozusagen, dafür. Dein Debütalbum hast du eben angesprochen, Februar 2013 erschienen mit dem Titel Ich denk Musik. Genau, ja. Ja. War so die erste Veröffentlichung halt und auch in eigener Regie noch produziert. Und die Single hatte ich jetzt professionelle Unterstützung. Was heißt professionell? Also die letzte hatte ich auch schon technisch professionelle Unterstützung, aber diesmal hat es also Edo Zanki produziert. Ja, okay. Und hier haben wir, über den wollen wir nämlich auch sprechen, genau. Ja. Ich muss nur einmal, ich habe gerade das Album auf dem Tisch liegen sehen. Genau, ja. Hier ist es also drauf. Genau, ganz wichtig, wir wollen über den Produzenten sprechen, denn der hat schon mit vielen anderen namhaften Künstlern gearbeitet, ne? Genau, also der hat die Single produziert eben und seitdem ist jetzt so die Kooperation am Laufen. Ist ein ganz, ganz toller Typ und unterstützt mich halt auch musikalisch. Mit wem hat er sonst produziert? Es sind ja wirklich große. Ja, also hat wohl Grönemeyer hat er mal produziert, dann Sönne Mannheims hat er das, ich glaube auch das Erfolgsalbum damals, als sie rauskam, mit Sascha hat er gearbeitet. Da hat auch mit Tina Turner hat er schon mal, also ja. Also ja, Respekt, also für mich, es war für mich sowieso schon so eine Respektsperson und dann habe ich halt irgendwann mal festgestellt, er wohnt eigentlich recht nah dran, ne? Und genau, das wäre die nächste Frage gewesen, wie der Kontakt zustande kam überhaupt. Bist du da einfach mal angekommen, hast du angeklopft und meinte, moin, kannst du mich produzieren, oder? Also mein Vater ist auch so, der ist ziemlich musikaffin und der hat immer schon mal wieder so, hier, das ist vom Edo und das ist toll und gesanglich ist es so der Maßstab und der ist super. Und dann habe ich immer, ich wusste, wer es ist und habe dann irgendwann festgestellt, er wohnt 20 Minuten weg oder so, ne? Und hat auch sein Studio und sowas und das war, dann kam... Also er hat eine Konzertreihe auch noch in Karlsruhe, die er veranstaltet, wo er so Pate ist oder Schirmherr. Und da war ich öfter mal zu Besuch und dann, man lernt sich dann so langsam kennen auch, also so im Dialog. Und hat sich wohl gelohnt, ne? Jetzt fand er wohl den Song auch cool und hat mich da richtig unterstützt. Also. Sehr schön, wichtiger Kontakt. Du bist auf Tour aktuell, spielst viele, viele Konzerte deutschlandweit, über 100 sind es insgesamt. Waren es mal auf der Liste. Wie viel hast du abgearbeitet? Also jetzt kommen, ich habe gar nicht gezählt, wie viel jetzt kommt, aber es kommen jetzt, also ich habe jetzt, ich habe eine Band am Start jetzt und mit der Band gehe ich jetzt größtenteils auf Tour, also es ist quasi das Single-Release-Konzert war schon, die Single kommt ja erst am 12. April raus offiziell und wir sind jetzt, ja, wo sind wir denn eigentlich, also in Berlin auf jeden Fall, in Hamburg sind wir jetzt am Samstag und dann also viel im badischen Raum natürlich, also habt ihr auch akzentfreies Badisch. Genau, du hattest ja schon gefragt, hattest Bedenken, liebe Zuschauer, aber vielleicht Untertitel braucht. Ja. Braucht man nicht, versteht man alles. Sehr gut. Also im hohen Norden unterwegs, das heißt, die Band kommt nach. Das Konzert ist am 5. Genau. Und die Band ist, wann kommt die nach genau? Am Samstag. Am Samstag direkt. So, ihr spielt im Club 20457 in der Hafen City. Warst du schon mal vorher da? Kennst du den? Oder? Ja, ich habe da schon mal gespielt und zwar letztes Jahr im Juli. Genau. Ja. Hier sind übrigens auch deine Tourdaten drauf. Man kann es jetzt, ich weiß es nicht, ob man es in irgendeiner Kamera erkennen kann. Wahrscheinlich gerade nicht, aber du hast auch auf deine Tour den Besuch bei uns mit draufgeschrieben. Ja. 4.4. 7.10 Uhr, 8.10 Uhr war es jetzt, der Zeitumstellung, ne? Ja, ich bin kein Tierheim. Besuch im Hamburg, genau, kein Tierheim, das hast du auch gesehen, im Hamburg 1 Frühcafé, sehr schön. Ja, wir haben viel geredet, die Single übrigens in mir, die wird auch noch verlost, jetzt wollen wir aber auf jeden Fall was hören. Also, Bühne frei, würde ich sagen. Dann Sebastian Niklaus live im Frühcafé, viel Spaß. Ja, mein Song in mir und handelt von, ja, vom frisch verliebt sein und von der Frage, ob es der oder die Person, ob die das genauso empfindet.
Alles, was ich denke, dreht sich nur um dich. Dein erstes kleines Lächeln, ein Blick in dein Gesicht. Ich träume mit offenen Augen, dein Bild lässt mich nicht los. Jedes Wort, jede Berührung, oh Mann, was mach ich bloß? Jetzt bist du meilenweit entfernt, doch in Gedanken bist du hier. Haben uns doch gerade erst kennengelernt. Und ich trag dich schon in mir. Und ich trag dich schon in mir. Ob es dir wohl auch so geht, ob du jetzt an mich denkst, ob dir das, was passiert ist, auch so viel Hoffnung schenkt. Ich hab so viele Fragen und kann sie dir nicht stellen. Ich kann's kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Jetzt bist du meilenweit entfernt, doch in Gedanken bist du hier. Haben uns doch gerade erst kennengelernt. Und ich trag dich schon in mir. Und ich trag dich schon in mir. Unverhofft kommt selten und ich fühle mich bereit. Angeblich hat ja alles irgendwann mal seine Zeit. Und wenn es nach mir ginge, dann fing jetzt unsere an. Oh, ich hoffe aus ganzem Herzen, dass es Liebe werden kann. Jetzt bist du meilenweit entfernt, doch in Gedanken bist du hier. Haben uns doch gerade erst kennengelernt und ich trag dich schon in mir. In meinem Herzen bist du hier. Sebastian Niklaus live im Frühcafé. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank für die Live-Performance auf jeden Fall. Und dann am Ende natürlich noch einmal der Hinweis auf dein Konzert hier in Hamburg. Du darfst gerne noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Natürlich auch für deine Single. Ja, also unter anderem spielen wir natürlich auch die Single im Club 20457. Müsst ihr mal vorbeischauen. Der Toni ist auch ein ganz toller Typ. Und ich muss mittlerweile sagen, ich bin echt begeistert, weil es gibt halt... Das ist halt so einer, der einen fairen Umgang pflegt, auch mit seinen Künstlern und sowas. Und das finde ich richtig super, der Club. So, also, ich angel mir noch einmal kurz hier die Single, steh einmal einfach auf. Die kannst du nämlich gleich signieren. Die gibt es bei uns zu gewinnen via Facebook, facebook.com/frühcafé-hamburg1. Machen gleich ein Foto, sie liken das Ganze, kommentieren das Ganze. Du wirst sie natürlich signieren, allerdings habe ich hier gerade nur einen Kugelschreiber. Ja. Ich suche gleich nochmal ein Edding. Ja. Vielen Dank. Tolle Musik, sehr schöner Song, vielen, vielen Dank. Danke.